Yo Leute, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen tatastischen Tag und wäre viel besser, wenn ich eine Facecam hätte, weil dann würde man sehen, was für komische Gesichter ich machen würde. Nämlich spielen wir jetzt eine Runde Liga der Schneedenten. So, wenn das Spiel nicht kennt, rennst auf deinen Lane, haust den Gegner, holst den Tourette und hast Spaß. In der Zeit befinde ich mich in Gold 2. Ja, ziemlich schlecht eigentlich. Dafür ist die letzte Season Peak League Platin 2 war. Oh mein Gott, ich hasse mich dafür, dass ich so schlecht geworden bin. Wir spielen Jhin. Also ich bin AD Carry Main. Ja, AD Carry 2K16, Alter. Ich lebe in der Vergangenheit. 2K17, lul, Alter. Ja, mal schauen. Also Jhin gegen Caitlyn. Eigentlich wollte ich Caitlyn spielen. Caitlyn ist nämlich zurzeit, kann sie so hart abusen. Verstehe auch nicht, warum keiner Meiser Hard Support spielt. Auf jeden Fall komplett broken. Ja, wir spielen gegen Dark Soul. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, ich würde mal sagen, jetzt wird gerippt. Weißt du? Butz macht's dann. In der Hose. Okay, mal schauen. I will do a lot of damage just all in them, Jhin. Ich aber auch nur Jhin, weil ich finde, Jhin und Caitlyn ist eine, also du kannst mit, ich finde nicht ganz so viele Counterplay in Caitlyn, beziehungsweise Tristana würde mir einfallen, weil man sie später outranged. Aber ich habe Jhin gepickt, weil ich solide mit Jhin, eigentlich ganz, ganz gut mit Jhin bin zurzeit. Ja, wie ihr seht, hat Jhin nur 4 Auto-Attacks. Nicht so wie jeder andere Champion unendlich. Okay, na, Graves hat auch nicht unendlich, aber das ist ja jetzt gerade nur nebensächlich und das war gerade komplett braindead von mir. So, ich werde mal schauen, dass ich zum größten Teil alles erkläre, was ich hier mache. Nämlich, ja, ich farme gerade. Denn das eigentlich ist nicht mal das wichtige Kill, sondern im Spiegel geht es wirklich eigentlich Priorität sind Objectives. Das sind Türme, Dragon und sonst was. Und Kills sind eigentlich an sich sind Kills auf der Laning Phase ganz gut. Das in der Phase des Spiels, in der wir uns gerade befinden. Ja. So. Eigentlich will ich gar nicht so viel reden, weil ich mich eigentlich eher konzentrieren möchte, weil es ja ein Ranglistenspiel ist. Ah, es hat noch funktioniert. Ich bin ein junger Gott. Okay. Mann, mal schauen. An sich sind die Games eigentlich immer relativ einfach. Oh, Top-Lane gegankt. Achso, falls sich Leute fragen, warum ich meine E jetzt nicht geskillt. Oh, da müsste ich jetzt gleich eigentlich gut Job schreiben. Brauche ich meine E nicht skille? Ich finde die E auf Jhin auf der Laning-Phase so komplett useless. Und das, dass ich das gefailt habe. Oh mein Gott. Ah, das war my bad. Du weißt echt nicht, wie ich die W failen konnte. Ist aber auch mein erstes Game Jhin heute, also und verurteilt mich nicht. Und ich bin schon richtig lange wach. Okay. Ah, jetzt habe ich die falsche Combo gemacht. Weil eigentlich wollte ich, ja. War generell dumm von mir. Ich hätte das gar nicht mal machen sollen. Ich hätte es einfach nur darauf beruhen lassen sollen. Weil die Sache ist, es gibt nur wenige AD Carries. Ich glaube ungefähr eigentlich nur 3, die man nicht mit Warlords spielt. Und dazu gehört Jhin. Und das heißt, Caitlyn reckt sich jetzt. Wie ein Stück Scheiße. Okay. Ich wäre nicht rechtzeitig in Range gewesen, wenn ich nicht geflasht wäre. Jotunden. Okay, das ist jetzt nicht gut. Das fuckt mich jetzt ein bisschen ab, weil wenn man wen tötet, Lane reinpushen. Das ist Prinzip. Damit der Gegner so viel Farm und XP vermisst, wie nur möglich ist. Ja, das war jetzt gerade blöd, dass die ganz kurz vom Turret gefreezed ist, oder gefreezed wäre, wenn ich jetzt einfach weggegangen wäre. Oh, bitte, bitte nicht canceln, bitte nicht canceln. Oh, danke. Das hätte wehgetan. Oh. Okay, wir warten jetzt mal ganz kurz noch, dass ich einen Control Ward kaufen kann. Weil, ja, mein Support hat nämlich keinen. Warum hat den Amplifying Turm gekauft?
Falls ihr das andere Gameplay noch nicht gesehen habt, das habe ich letzte Season mal aufgenommen. Da war ich noch Platin 2, habe ich aber auf einem Smurf-Account gespielt mit Lane. Eigentlich meine komplett schlechteste Lane. Boah, ey, das hat gerade wehgetan in meinen Ohren. Also, nochmal vorhin, was ich ja einmal am Anfang gesagt habe mit der Facecam. Rein theoretisch, ich könnte Facecam-Videos machen. Da fehlt mir nur etwas für. Das heißt Softbox. Weil, ja, mein Zimmer ist scheißendunkel. Aua. Ja, okay. Okay. Ich meine, Wurf. Wir haben jetzt gerade einen Ocean Drake bekommen. Das ist halt, okay. Elis Batzeit. Ja, was eigentlich ganz, ganz gut ist. Ich farme richtig gut eigentlich. Dafür, dass ich Djinn spiele, normalerweise verkacke ich immer richtig hart. Also für die Elo ist das gut, Leute. Okay, ich gehe jetzt eben meine Ward placen, denn die gute Sache an Kontroll-Wardsies, die sind immer da, Alter, die laufen nicht ab. Wird ziemlich gut. Und ich hoffe, ihr werdet alle gucken, Alter, und sagen, oh geil, den lecke ich gerne, die Rosette oder so. Keine Ahnung. Und ihr könnt euch schon mal wieder aufs Thumbnail freuen, das wird jetzt, das ist viel zu deep, komme ich gar nicht hinterher. Okay, das war aber trotzdem an sich ganz gut. Ich habe kaum Schaden bekommen. Ich habe richtig viel aus dem gegnerischen Support herausgeholt. Okay, und jetzt Ulti. Wenn ich das jetzt nicht komplett verkacke. Aua! Ha! Das hätte böse sein können. Hui! Okay, Talon, komm. Jo. Der kommt auf jeden Fall weg. Ja. Nein? Okay. Nee, also. Talon, nee. Das akzeptiere ich jetzt nicht, wenn du mir da den Kill hättest klauen wollen. Tut ein Alter. Auf jeden Fall könnte ich wieder aufs Thumbnail, Freunde. Wird mein schöner Kopf auf dem von Djinn sein. Falls ich ein Bild von Djinn finde, was ich nicht selbst ausschneiden muss. Weil sonst sieht das ziemlich kacke wahrscheinlich aus. Und jetzt für alle Leute, die schon mal League of Legends gespielt haben, sich fragen, hä? Boots? Dagger? Bist du behindert? Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum ich das mache. Das habe ich mir bei Gosu abgeguckt. Nämlich finde ich das Bild IE, Static PD und mit dem Berserk Reefs ganz, ganz gut. Weil dieses Unmobile von Djinn genommen wird, weil Djinn skaliert mit der, sein Movement Speed skaliert mit seinem Attack Speed. Und desto mehr Attack Speed ich habe und wenn ich dann kritte, dann werde ich schneller. Das heißt, ich habe 80% Crit und eigentlich so gut wie jeder meiner Auto-Attacks crittet dann. Das heißt, ich habe permanent eigentlich eine Move Speed von verdammte Axt nochmal sehr viel. Von 500 meistens so. Manchmal vergesse ich die Sätze, wenn ich so. Eigentlich war das richtig kacke. Aber ist egal. Ey. Hey. Eins, zwei, drei. Stevie Wonder? Mann! Warum? Scheiße, war das schlecht. Ich habe ja nicht mal mehr die Jenna angetroffen. Eigentlich ist das ziemlich. Nee, es ist mir zu risky. Ich bin viel zu low. Mate? Nein. Ja, das sind die juckt mich nicht. Der Jungle ist ab, Alter. Komm. Wer hat damit gerechnet? Oh, ich? Oh, guck mal. Du kriegst jetzt voll aufs Fressbrett, Alter. Okay, na, eigentlich nicht. Du kriegst sie vielleicht sogar. Naja. Sehr wahrscheinlich hätten wir sie sogar bekommen, beide. Aber ehrlich zu sein, da muss ich jetzt mal gerade zugeben, das wäre es mir echt nicht wert gewesen. Weil dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gerade erst back. Dann würde ich jetzt sehr, sehr viel länger auf die Lane brauchen. Positiv, ich hätte wahrscheinlich AI gehabt. Also Klinge der Unendlichkeit für die Leute, die das auf Deutsch spielen. Keine Ahnung, warum man das tun sollte, aber manche tun es ja wirklich. Ich finde, das Spiel ist auf Deutsch einfach nur. Naja. Jedem das seine. What the fuck war das? Hallo? Ich bin jetzt hier extra rübergesprungen.
So. Okay, Drake ist da. Mountain Drake. Oh mein Gott. Warte, ist trotzdem down. Der Repel war kacke. Sie hätte noch wenigstens versuchen sollen, so viel Schaden wie möglich rauszukriegen. Aber vielleicht noch einen Cocoon setzen, damit Leona vielleicht wirklich stirbt noch. Ja, das hat sie aber gut gemacht. Also, seltsamerweise. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die... Okay, ne. Wenn ich gerade so gucke, was die da baut, die baut ja wirklich... Die baut einfach Haunting, Guys. Was ist denn falsch mit der Leona? Alter, Epi-Leona. Putz. Okay. Wow. Stimmt, das habe ich jetzt... Habe ich zurzeit in letzter... Ich habe das ein bisschen in letzter Zeit gehabt. Nämlich da hatte ich... Habe ich ab und zu... Voll die komischen Lags. Und leider habe ich nicht den getroffen. Beziehungsweise solche komischen FPS-Drops. Ich weiß nicht, ob ich den... Doch, der wird ja drin sein, weil das gerade ziemlich lustig war. Wutz, wutz, wutz. Jesus! Aua! Ich möchte da jetzt... what the fuck? Was ist das? Ist das Bronze? what the fuck? Geh mir weg, Alter. Okay, nee, weißt du? Dich nehme ich gar nicht auseinander. Nein, ich chase nicht. Dodge! Ich bin gedodged wie ein junger Gott, okay? Aber ein Auto-Tag kannst du nur als Jax dodgen. Obwohl, naja, eigentlich mit mehreren Champions. Halt mit Elise geht's, würde es jetzt auch noch gehen. Mit wem kann man denn aber Auto-Tags an sich dodgen? Geht halt, geht nicht. Wieso? Da kannst du Faker sein. Du dodgst kein Auto-Tag. Kannst du... Warum? Warum? Ich meine, okay. Das war mir aber auch nicht so schlau. Na klar. Aber. Oh, okay. Stevie Wonder und Jin wieder? Soll ich wieder Stevie Wonder machen? Alter, ich bin ein junger Gott. Der hat's einfach kaching, kaching, kawing, babing gemacht, Alter. Hopp, nicht getroffen. An sich könnte ich jetzt eigentlich backgehen und mir ein Stat Echo holen. Das wäre gar nicht mal ganz so schlecht, vor allem da mein Supporter jetzt eh tot ist. Butz. Ich weiß gar nicht, ob man meine Tastatur so laut hört, wie ich denke. Ich hoffe nicht. Okay. Also meine Predicts sind heute nicht on point. Außer der eine, natürlich. Es ist sehr selten, dass ich ein Video aufnehme und richtig zu und so viel Spaß dabei habe. Vielleicht ist es auch nur daran, dass ich gerade gewinne. Nein. Sieg lassen wir mal, Alter. Letztes Mal war nicht so schön, Alter. Okay.
hasse mich, warum bin ich so schlecht mit der Gin-Ulti? Ich konnte das doch einmal. Warum jetzt nicht mehr? Yeah. Einen steinigen Drachen holen, Alter. Denn ich bin ein Drachenjäger. Gin heißt es nämlich französisch für Drachenjagd, Alter. Nee, lass mal noch nicht anfangen. Ups. Oh, okay. Hey. Ich wollte den Killer haben. Du hattest Smite. Benutze es doch. Und jetzt. Warum auch immer ich mein Backball abgebrochen habe, so dachte denke ich mir, ey. Ich kann da noch helfen. Okay, oh. Hab gar kein Gold mehr. Hab eigentlich gedacht, dass ich vielleicht noch ein bisschen was übrig hätte. Ja, Swain, busted, Alter. What the fuck, Alter? Der ist dort. Warum häufen sich diese FPS-Drops jetzt gerade? Das ist eigentlich nicht so cool. Kein Crit war. Oh, warum hat sie jetzt den Renekton geholt? Also ich war mir, warum ich nicht mehr auf die Jenna geschossen habe, weil Deathfire Touch macht Damage Overtime und da war ich mir ziemlich sicher, dass das reicht, hat's ja auch. Aber den letzten Schuss habe ich dann nochmal auf sie geschossen, weil Rennick nicht mehr in Range war. Die kriegt sich ein bisschen auf, weil der wäre eigentlich auch an Deathfire gestorben. Hätte sie jetzt gerade schon wieder nicht gesmited, dann wäre ich jetzt ausgerastet. Also wirklich, das ist mein purer Ernst. Ich glaube, ich wäre einfach wirklich komplett eskaliert. So. So. Okay, back. Oh ja. Seht ihr das mit dem Bild, was ich jetzt meinte mit 553 Move Speed? Ja. Das ist halt die Sache. Seht ihr? Natürlich bin ich da jetzt. Warte mal. Willst du mich jetzt gerade flachsen? Du Kackspaß. Oh. Ich dachte jetzt, sie haben surrendered. Aber nein. FPS-Drop. Das macht mir eigentlich immer voll Hoffnung, ne? Ja, putz. Ich bin ein bisschen müde. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon nach 12. Ich hatte eigentlich noch ein anderes Video auf. Also parat, Leute. 1, 2. Nein! 3, 2, 1. Och, komm. Oh, jetzt haben sie aber surrendered. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Irgendwie habe ich gar nicht so oft gesagt, das, was ich gerade mache und wie und warum und weshalb. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Ich wünsche euch noch bis zum nächsten Video eine schöne, tastische Zeit. Ciao, Leute.